Aloha, ich grüße euch. Ja, ich habe im letzten Video, das war der Action Hall mit den vielen Stanzen, gesagt, ich stanze noch ein paar Stanzen aus. Nein, ich kurbel noch ein paar Stanzen aus. Das mache ich. Und zwar habe ich mich jetzt für die entschieden. Und blub, blub, blub. Man kommt hier ja nicht zum Aufräumen, ne? Vor lauter Stanzen und Schotten. Das ist ja unglaublich. Aber da habe ich mich ja auch schon im letzten Video zu geäußert. Das ist einfach im Moment too much. Ne? Und die hier bin ich auch total gespannt drauf. Ich gucke mal, wie ich zeitlich heute hinkomme. Vielleicht mache ich noch eine dritte, sonst folgt ein nächstes Video. Aber die beiden machen wir jetzt mal. Im Übrigen habe ich ja in meinem letzten Video gesagt, dass meine Stanzmaschine so rumsaut, ne? Also es liegt nicht an der dreckigen Platte. Ja klar, hier ist, ne, die ist, das sind natürlich Papierreste, müsste ich mal richtig sauber machen. Daran liegt es nicht. Sondern es war natürlich Murphys Gesetz, ne, Vorführeffekt. Wenn ich die durchkurbel, dann rieselt hier unten, weiß gar nicht, wo das rauskommt, ist wie so Späne. Also das ist dann so ganz, ganz dunkelbraun und wenn ich das dann so verwische, ja wie so Feinstaub. Und manchmal rieselt es auch hier auf die Platte. Ich lege das ja schon mal so dahin. Und dann, weil viele sagten, die Platte ist dreckig. Nein, die habe ich auch schon mal geschrubbt. Also das nur, dass das Papier dann teilweise das Muster enthält, das ist klar. Es ist wirklich Dreck aus der Maschine. Also von daher bin ich noch nicht viel weiter. Also es liegt nicht an der dreckigen Platte. Und ich habe auch, danke für den Tipp, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat. Ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben. Dreh die Maschine mal rum, was da rauskommt. Habe ich gemacht. Es kam nicht viel raus. Hat mich auch gewundert, weil das ist im Moment die Maschine, die ich am meisten nutze, weil da am meisten durchpasst. Ne? Mein kleines Schätzchen von Elisabeth, das kommt ja nur mit an den Wohnzimmertisch. Das ist dann eher selten. Hüte ich auch wie ein Schatz. Und ja, die hier wird gerade am meisten gebraucht. Und so sehen halt auch die Platten aus. Und ich habe die auch noch nie sauber gemacht. Also mal umgedreht. Von daher war ich erstaunt, dass gar nicht so viel Geschnipsel rauskam. So, das ist jetzt das ist das Beispiel. Hier habe ich die Sachen, also die da draufgeklebt haben. Ich habe auch jetzt alle Stanzen fotografiert, in meiner Gruppe eingestellt, mit Artikelnummern, damit ihr die bestellen könnt. Das Einzige, das waren diese. Ah, ein Ding hatte ich ausgepackt, da habe ich die Umverpackung nicht, also den Karton mit Artikelnummer nicht mehr gefunden. Sonst habe ich aber alle fotografiert. Da könnt ihr mal gucken. Meine Gruppe verlinke ich euch unten in der Infobox. So, jetzt haben wir gestern waren wir ja ein bisschen weißlastig. Das habe ich auch hier noch liegen. Ne? Das war der Tag. Wobei mir dieses hier, also das werde ich ganz oft zweckentfremden, auf jeden Fall. Ne? Und dieser kleine Tag, die hatte ich euch ja gezeigt. Und einige Randstanzen. Moment. Oh. Entschuldigung. Ich überlege, ob wir jetzt mal hier so ein bisschen auf Vintage gehen. Ich muss mich dazu hier mal ein bisschen strecken. Und mal mein Papier rausholen. Oh. Schon Gymnastik gemacht. Oh, schön. Schön gestreckt. So, das ist mein kaffeegefärbtes Papier. Ich schnippel mir jetzt einfach mal hier ein bisschen ab. Übrigens auch vielen Dank für den Tipp mit der Avocado. Nur mit Avocado färben. Ich wusste nämlich nicht, ob man den Kern mit reinmachen muss oder nicht. Weil ich hatte mir ja das Video angeschaut mit Stofffärben. Und da hat man mit Avocado Stoff gefärbt. Und da hat man den Kern mit reingehauen. Deswegen wusste ich es nicht. Aber den braucht man anscheinend nicht. Und ja, auch vielen lieben Dank. Ich beantworte auch noch alle Kommentare oder dass ich sie gelesen habe, wenigstens. Aber ja, gerade ist ein bisschen Duvel, ne? Oder wie ich schon mal sage, Stress, Hektik, Fußpilz. So, ja, das ist der eigentliche Tag. Achso, da war auch gestern noch eine Frage, ob hier eine Scheckkarte reinpasst. Ich habe jetzt keine hier, aber ich würde mal sagen, nein, ich hatte euch das ja ausgemessen. Ich hatte euch die Maße eigentlich gesagt. Wo haben wir es? Also ich würde sagen, es passt rein 4,5, vielleicht ein Tick
mehr. Ich weiß jetzt nicht, wie groß eine Scheckkarte ist. Das müsst ihr dann mal messen und dann wisst ihr, ob es reinpasst. Oder ein Geschenkgutschein halt, was man so kauft. So, Tag. Ne? Könnte man auch so schon verwenden. Finde ich so auch schon sehr hübsch. Das ist halt das. Dann machen wir jetzt den Aufleger dazu. Den mache ich in, auch auf gefärbtes Kaffeepapier. So. So. Und ich versuche dran zu denken, wenn die Maschine noch mal sowas absondert, wie gesagt, das hat die nicht immer, das mal zu fotografieren. Oder vielleicht bin ich ja wirklich irgendwann mal am Filmen, damit ihr seht, was ich meine. So, so da kommt das bei raus. Das ist so, kann man ja auch einzeln verwenden, ne? Mit dem gestitchten Rand. Dann muss ich gucken, wie ist das? Schrift, so, ne? Wenn ich das draufklebe, hätten wir das ja schon so. So, was hatten wir, wo ist denn das Beispiel? Hier. Und es fällt runter. Wie gut dann alles runterfällt und nicht hoch, ne? So. Dann schauen wir mal, was dazu passt. Wie gesagt, ich war jetzt spontan, ich bin nicht vorbereitet oder habe mir irgendwas zurechtgelegt. Ich möchte den kleinen Schlüssel, hatte ich ja gestern schon erwähnt, den möchte ich auf jeden Fall Gold machen. Ich gucke mal, ob ich hier ob der Fitzel hier noch reicht für einen Schlüssel. Ja, passt. Seht ihr? So, schwupps, runtergefallen. So, also da hatte auch gestern jemand gefragt, wo dieses Tool her ist, das von Stampin' Up. Ich habe es von der Elisabeth geschenkt bekommen. So ist der Schlüssel. Das Herz hier kann ich noch rausmachen. Und ich liebe dieses Teil. Also es ist wirklich klasse. So. Hm? So. Dann haben wir hier das Herzchen. Hätte ich ja auch noch mehr jetzt mit Gold durchkurbeln können. Dämmelt dir. Man muss sich ja auch schon mal selbst schimpfen, ne? Eieieiei. So. Mal das Herzchen hier noch. Und hier sind auch noch andere Aufsätze bei, ne? Dass man das wechseln kann. Also ein richtiges Tool, was also ein Multitool, was man echt gut nutzen kann für alles Mögliche. So, jetzt will ich mal gucken, was denn. Passt oder nicht passt, das ist hier die Frage. Das passt aber auch ganz gut. Habe ich hier dieses Papier. Mache ich das oder mache ich das? Ich glaube, ich mache das so. Und die Tags mache ich auch damit. Jetzt schauen wir mal, wie es aussieht. Ich musste ja nicht zwingend nutzen. Ich habe ja gestern auch teilweise nicht alles benutzt, weil mir die Tags zu klein waren, um alles drauf zu klatschen. So. Zeige ich euch das Ergebnis. Dann haben wir einmal das hier. Das hier. Das. Und dann hier noch, da sind noch zwei kleine Herzen.
Kätzchen. So, und Emmy will, glaube ich, hier runter. Moment. Ömmelchen. Ja, und sorry nochmal, ich hatte heute Morgen mal in mein Video reingeguckt von gestern, dass der Hund da so gebellt hat. Das war zwar nur im Hintergrund, aber ich fand es trotzdem ja, im Nachhinein nicht so prickelnd. Also Entschuldigung nochmal dafür. Wenn die nächstens dann bellt, dann muss ich halt Pause machen. So. Ja, wofür aber jetzt dieses hier ist, also ich könnte es ja so auch wieder machen, ne? Dass ich es irgendwie oder so, das weiß ich auch noch nicht, weil hier ist es, als Beispiel ist es ja hier einfach daneben, ne? Das ist das Beispiel. Gucken wir mal, was wir daraus machen. Und jetzt haben wir hier noch diese kleinen Teile, die kommen hier oben. Die sind noch dabei. Die stanzen wir jetzt auch mal noch schnell aus. Hier auf dem letzten Rest, ne? Da bin ich ja echt ein Geizknubbel, ne? Also, was heißt ein Geizknubbel? Ich nutze den letzten Rest aus. Hier kommt nichts um. So, da komm mal hin. Ach, die will noch ihr Futter alle. Will immer essen, ne? Wie der Herr so Geschirr. So. So. Ah, hier seht ihr. Hier, ne? Guck mal, wenn ich das jetzt hab's hier. Das sind diese, guck mal, was das für ein Siff macht hier. Das kommt da raus und das ist nicht, ne? Keine Ahnung, ob da irgendwie was nicht richtig zusammenpasst und da irgendwie, ah, oh, guckt euch das mal an. Schlimm. Moment. Oh, der geht im, muss ich feucht wischen. Moment. Aber ich halte euch jetzt nicht aus, das müsst ihr... Da müsst ihr jetzt mal zugucken. Aber ich mache hier die schnelle Nummer. Mache ich eigentlich nicht so gern. Die sind nur zur Not hier. Also eigentlich nehme ich lieber ein feuchtes Tuch. Und ne? Weil ewig mit diesen Einweglappen finde ich nicht so toll. So. Na, jetzt habt ihr das mal gesehen. Das kommt nicht von... von den Platten. So, natürlich hier noch ein bisschen feucht. Soll ich mal hier mit dem, das ist schon trocken. So, grob gewischt. So, das kleben wir jetzt mal zusammen. Schwupsi. Wie gesagt, man kann dem ja immer eine andere Note geben, indem man anderes Papier nutzt. Hier könnten wir das zum Beispiel dran machen. Dass man das hier noch dran macht. Oder das da drüber. Wie man möchte. Und hier haben wir diese kleinen Fuzzi-Dinger. Wo ist denn jetzt mein Tool? Kann ja nicht weg sein, hatte ich ja eben noch in der Hand. Hier liegt das. Ah, ja, das Bermuda-Dreieck-Schreibtisch, ne? Ist ja schon mal echt. Ja, das gefällt mir sehr gut. Da würde ich dann mal wieder meine Pinzette nehmen. Wenn sie denn möchte.
zu viel. Viel zu viel. Was haben wir hier? So, dann platziert man das hier drauf. So, das ist der Tag. Wie gesagt, man könnte auch von vorne und von hinten. Hier ist ja noch so ein Teil, zum, um das hier drauf zu machen. Hier ist der Schlüssel, der gefällt mir sehr, sehr gut. Dann hätten wir das hier noch. Ja, das kann man ja auch nutzen, wozu man möchte, ne? Oder hier oder für was anderes. Ich, ne? Fantasie, keine Grenzen gesetzt. Und diese beiden waren halt auch noch dabei. Und also viele Kombinationsmöglichkeiten, ne? Allein durch verschiedene Nutzung der Papiere, logisch, ne? Aber auch hier viele verschiedene von den Stanzen selbst her halt. Man hat viele Möglichkeiten, das zu gestalten. Ja, gefällt mir auch sehr gut. Vor allem das hier. Und ja, finde ich auch niedlich, ne? Das hier, diese. Das hat Krealis ja oft, ne? Also da hatte ich meine ersten Stanzen. Ich habe die Firma Krealis mit, das waren da drei Mitarbeiter, auch die Firmeninhaberin, kennengelernt in Brüssel 2019, 18. Wann war ich auf der Planercon? Und da habe ich auch meine ersten Stanzen gekauft, wo dann hier diese Dinger für da waren. Also das war, muss ich mal gucken, wenn ich irgendwann mal rauskrame, dann zeige ich euch die. Und das war, die hatte das vorgemacht, die hatte auch einen Workshop da. Und weißt du, wofür ist denn das Kleine? Ja, um das hier zu machen. Da hat die einige Beispiele, so wie niedlich, ne? Also ich finde es echt richtig süß. Ja, jetzt hat der Action sowas hier. Halt noch mal in einer anderen Form rausgebracht. Sehr schön. Ja, mir gefällt die gut. Und dann tue ich das jetzt erstmal. Ach, das Herzchen hatten wir auch noch, ne? Das Herzchen war noch dabei. Und zwei, die ja hiervon sind. Wo ist das andere? Ne, das waren die hier. Ist gar nicht wahr. Wo kommt denn das Herz jetzt her? Das ist das. Weiß ich nicht. Okay. Aber das hier sind die beiden. Die sind auch richtig niedlich. Wenn man das dann auch in Gold ausstanzt. Ne, die kleinen Herzchen. Sehr schön. So. Das war das. Jetzt räume ich das erstmal zusammen. Und zwar würde ich sagen, tue ich das direkt wieder in meinen Ordner. Ne, hier sind die Stanzen, die ich gestern durchgestanzt habe. So, hier kommt jetzt. Ups. Ich habe ja mehrere Stanzaufbewahrungen. Das ist eine davon. Die ist recht neu. Und ich habe mir die aus Magnetpapier und Action. Komme ich dran? Nee, ich will mich jetzt da nicht zu sehr überbeugen. Pappe, Magnetpapier draufgeklebt und dann aus Action, Aktenmappen, Hüllen gebaut. Habe ich aber auch schon ein Video zugedreht. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und das hier ist, ja, ist beides praktisch. Gefällt mir beides gut. Und ja. So, nächste Stanze. Und zwar hatte ich euch ja gesagt, die hier. Auf die habe ich mich mit am meisten gefreut. Finde ich richtig cool. Ne, zum Layern, für Schüttelkarten, für... Ach, da gibt es bestimmt ganz, ganz viele Möglichkeiten. So, ja, dann machen wir das gute Ding erstmal auseinander. So, und erstmal hier die kleinen,
Schnupsis ab. Es ist so niedlich. Ich bin gespannt, ob sie mich auch beim Durchkurbeln überzeugt. Ist echt süß. Echt sehr filigran. Sieh hier dieses kleine, aber ich glaube, das ist ein Dachfenster. Sehr, sehr filigran. So. Das hier auch noch auseinander machen. Das ist ja manchmal richtig Fummelarbeit, vor allem wenn die nicht so stabil sind. Aber das hier ist okay von der Stabilität. Da habe ich schon andere in Händen gehabt, was wirklich mal gedacht hat, man macht jetzt die ganze Stanze kaputt, wenn man die Stanze auseinanderbaut. Hm. Alter Verwalter. So. Gut zusammen. Geschweißt, gelötet. So. Ja, wer das hier nicht sehen will, spult halt ein bisschen vor. Was gehört halt dazu? Gleich haben wir es. Upsi. So. So, und ich gucke mal, dass ich mich echt am Wochenende mal hinsetze und mal gucke, wann wir denn noch mal live zusammen sind. Ja, ihr wartet ja brennend darauf. Ich freue mich auch. Schauen wir mal. So, welche Farbe machen wir denn? Die Häuser. Machen wir die erstmal weiß. Ich habe hier, das hatte ich. Ich mache das erstmal weiß. Ne, das ist Aquarellpapier, Reststück. Machen wir jetzt mal. Einfach weiß. Ist das ein bisschen? Ja, mal gucken, vielleicht klappt es ja. Ja, schneiden hervorragend. Einmal gestitcht das Haus. Einmal so. So, das sind die beiden. Wir werden hier immer kleiner. Ne, 3, 4, wo habe ich das Beispiel? Wo bist du? Hier. So, die anderen machen wir jetzt auch mal in weiß. Kleinetchen noch hin. Thank you.
So. Ah, okay. So, Moment. Das hier, ne? Sehr klein, sah irgendwie größer aus. Aber guck mal, der Rand von diesem drittgrößten ist gestitcht. Das heißt, wenn ich das layer, also zusammen, nicht layer, sondern diese beiden hier zusammenfüge. Wo habe ich sie denn jetzt hingetan? Da. Also so stanze. Das mache ich jetzt mal. Hat man einen schönen Effekt. So. Wieder mutig ohne Washi. Ich kann mir da sehr gut auch ein Weihnachtsdorf vorstellen. Ne? Guck mal, so. So. Okay, ist jetzt alles weiß, ne? Aber das könnt ihr euch auch schön mit Designpapier vorstellen. Das kann man auch schön hier draufkleben oder, ne, also ganz viele Möglichkeiten. Ich werde jetzt die kleinen Fensterchen und so, ich stelle mir das mal zum Beispiel hier hin, was wofür ist. Ich denke mal, man kann eigentlich alles für alles nutzen. Ich werde diese kleinen Sachen jetzt alle mal ausstanzen. Und zwar nehme ich mir hier, nee, das hier noch zu. Ich gestern hier das Klitterpapier. Wo habe ich es getan? Ich das auch in diesem Rosa, da hatte ich ja angefangen. Mache ich jetzt einfach mal. Dann sieht's man, dann sieht man es auf dem Weißen ja auch gut. Ne? So, das war Müll. So, ich kurbel jetzt mal die ganzen Fensterchen durch. Oh, das ist echt niedlich. Also, haltet mich nicht für verrückt, aber ich habe echt Bock, hier irgendwie so was Weihnachtliches zu machen. Da fällt es runter. Aber dabei habe ich eigentlich noch so viel zu tun und zu machen. Memory Decks, der ödet hier so vor sich hin. Also der ist echt nicht vergessen. Ne? Ich bin da immer noch total fasziniert von, heiß drauf. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Und es wird auch vorher nichts anderes angefangen, weil ich habe ja öfters auch schon mal ATC-Karten oder so. Nein, nein. Wie gesagt, das ist ja in Tick ähnlich, finde ich. Ne? Weil es fragten ja einige, wollen wir das tauschen, ne? Und ATC wird ja auch viel getauscht und ich kann jetzt das nicht anfangen. Und mein Memory Bags liegt hier und da sind schon wieder ein paar Späne. Wenn ich da jetzt wieder drüber gehe, zeige euch das, wenn ich hier, ne? Schon wieder der Siff. Aber ich habe ja noch mein feuchtes Tüchelchen. Ich muss eh, wenn ich hier aufräume, dann wird hier richtig geschrubbt. Aber, also eigentlich ist ja meine Unordnung ja der Action schuld, ne? Weil die so viel Neues rausbringen, da komme ich vor lauter Shoppen und Ausprobieren und Videodrehen nicht zum Aufräumen richtig. Ne? Also, finde ich jetzt mal. Scherz, ne? Wisst ihr. So, wo kommt der Punkt her? War der Punkt von was anderem? Punkt. Muss ich gleich mal gucken. Ich hatte ja Fotos von allen Stanzen gemacht. Wo ist jetzt schon wieder mein Tool? Da. Ja, und ich brauche echt so einen langen Arm zum Filmen. Also nicht so einen zweigliedrigen, sondern so einen dreigliedrigen. Und ich finde ihn nirgendwo. Also bezahlbar. Ne? Also wir reden nicht hier, ich will mir so einen Arm für 250 Euro holen. Sondern ich sag mal irgendwas zwischen 20 und 40 Euro, der so 1,50 Meter lang ist, dass ich den schön da festmachen kann und dass der hier über mir schwebt und ich den runter und rauf holen kann, ohne dass er stört und ich kann kurbeln, ohne dass ihr wackelt und es kann einen, ich muss hier nicht den Turmbau zu Babel vor mir haben. Ja, das wäre
cool. Also wer da irgendwie was weiß, darf sich gerne bei mir melden. So, jetzt bellt Lucy wieder. Das heißt für mich, ich werde jetzt Pause drücken, weil das mag ich nicht im Video. Bis gleich. Ja, ich bin wieder da, Frau Schmidt auch. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen weitergemacht ohne euch, weil die lässt sich hier nicht wegbewegen. Und habe ich gedacht, die ganze Zeit die Katze im Bild, aber vielleicht geht es ja, wenn ich die Kamera anstelle, aber ich glaube nicht. Guck mal, Schmidti, da oben. Guck mal her. Willst du mal da reingucken? Ja, hallo. Oh, fein. Oh. Ja, Frau Schmidt liebt auch Stanzen. Na? So, also ich habe nicht weiter gekurbelt, weil das geht ja auch nicht, weil die nimmt mir den Platz weg. Aber ich habe ein bisschen was geklebt. Guck mal. Armes Häuschen. Ja, riecht gut. Also einmal das und einmal ein Tick kleiner. Nein, nicht beißen. Und jetzt zerbeiße ich es, ne? Ich glaube, sie geht jetzt. Immer. Hier ist was los. Alter Verwalter. So, ne? So sehen die beiden aus. Und ich gucke jetzt mal, ob sie mal hier vom Basteltisch jetzt verschwindet. Komm einmal runter. Komm mal hin. So. So. Schwupps. Und tschüss. Ja, verschwunden. Sorry. Das ist normal nicht meine Art, dass ich da einfach weitermache. Aber ich habe ja jetzt gerade nicht ganz so viel Zeit. Von daher habe ich das einfach mal draufgeklebt, gestanzt, habe das ja schon gesehen. Ja, ne, einfaches Beispiel, aber da kann man natürlich noch viel mehr mit spielen und tolle, tolle Kombinationen machen. Ich stelle mir die Häuser, wie gesagt, ganz toll vor, mit Weihnachtspapier verschiedener so ein Weihnachtsdorf machen oder auch in so gräulich oder komplett bunt. Also Fantasie, keine Grenzen gesetzt. Ich mal gucken, was ich noch ein bisschen damit zauber. Da werde ich euch die Ergebnisse aber auch nur zeigen. So, dann haben wir ja noch dieses ganz, das hier, das einmal dieses ausgestanzte, dann das. Hier könnte man auch schön mit Vellum oder so noch arbeiten. Ne? Und dann hier diese Größe und diese ganz kleine Fuzzi-Größe. Da muss ich mich aber auch erstmal hinsetzen und gucken, was ich damit mache. Weiß ich noch nicht. Aber wir haben jetzt hier die anderen Hausstanzen noch. Ne? Und zwar die hier. Die sind eher ja, niederländisch, ne? Würde ich sagen. Sieht das aus? Und da stanzen wir jetzt auch mal. So. Ich hatte gesagt, weißes Papier haben wir noch. Obwohl, wir können es ja auch mal. Nee, ich nehme das. Also Aquarellpapier. Ich rühle hier mal in meinen Resten, was ich noch verbraten kann. Und dann stanzen wir die mal aus. Sehr schön. Ne, seht ihr, das ist jetzt auch, wahrscheinlich ist das irgendwie, weil ich habe da dazwischen geschoben. Ja, ihr habt in dem Moment recht, weil ihr sagt, die Platte ist dreckig, dass ich das hier drunter schiebe und dass das vielleicht runterrieselt, ne? Dass das Papier dann ein bisschen dreckig ist. Oh, ich bin nicht so schnell. Ich bin aber heute auch echt fertig. Ne? Von gestern, von der Aufregung mit Krankenhaus, Blinddarm meines Sohnes. Und ich bin echt heute durch den Wind. Man sich doch etwas aufgeregt. So. Ne? Die vier kommen da raus. Sieht auch nett aus. Dann machen wir jetzt nochmal die Fenster.
weil ich hier, guck mal, ihr seht ja, hier habe ich eben auch Fenster und Türen ausgestanzt und hier ist auch nochmal. Also das heißt, man kann das auch irgendwie übereinander legen. Und ich habe, nee, das waren die Stanzen. Jetzt gucke ich mal, ob ich da vielleicht ein anderes Papier nutze. Und zwar nehme ich jetzt mal hier dieses Schwarz-Weiße. Schneiden wir mal einen Hieb von ab. Und da stanzen wir jetzt mal die Fenster aus. Haben wir nochmal einen anderen Effekt. Fenster, Tür. Ja, und hier sind ja nur die Fenster. Okay, ich könnte natürlich bei der einen, da ist ja das Fenster so, ne? Da ist das Fenster ja so, hier unten, das. Und hier habe ich ja nur diese Füllungen. Das heißt, ich könnte es nochmal in der anderen Farbe wahrscheinlich stanzen. So, ich mache jetzt auch die ganz kleinen Nupsis mal. So. Ja, also das Glitzerpapier wie auch hier normalen Cardstock stanzt das einwandfrei. Na, kann man nicht motzen. Fällt auch direkt, also hier sogar dieses normale Designpapier auch noch ein Tick besser wie das Glitzerpapier. Also gibt es keinen Grund, sich zu beschweren. Hätte ich wahrscheinlich sogar zwei Lagen durchbekommen. So, wo ist mein Tool? Da. Da kann man nämlich sowas, was hier festhakt, auch noch mal gut mit hochnehmen. Wie gesagt, das liegt hier immer in meiner Nähe und seit ich es habe, so gut immer, wenn ich hier am Basteltisch sitze, nutze ich das. So, jetzt wollen wir erstmal zu. Das hat schon wieder was gelöst. Ja, meine Stanzmaschine löst sich auf. So, jetzt gucken wir mal. Hier. Oder ob ich ganz viele von den kleinen hier ausstanze. Ja, jetzt bräuchte ich so meinen Lakaien, ne? Oder hier von 10 Stanzen, weil das ist dann mühsam. Also da habe ich so manchmal, wo ich denke, oh, davon hättest du gern 10 Stück, damit du nicht 1000 Monde stanzen musst. Kennt ihr das? Wenn ihr so kleine Fuzzi-Teile 1000 Mal braucht, ich denke, ja, davon wären mehrere halt cool. Da müsste es so ein Bausystem geben, ne? So wie Lego. Also ich brauche einen Einer, ich brauche einen Zweier, einen Vierer, einen Sechser. Also man sagt, okay, ich hätte gern die Stanze und dann hätte ich gern zusätzlich dazu noch 10 Fenster. Ja, ihr könnt mir ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal irgendeinen Stanzenkauf bereut habt oder wie oft ihr denn stanzt, ob ihr die auch regelmäßig nutzt. Also ich habe immer so phasenweise. Im Moment nutze ich die Stanzen eigentlich recht viel. Okay, wenn jetzt aufgeräumt werden, noch ein bisschen mehr. Ich habe ja die Big Shot Plus, also die große, die Vierer. Das war meine allererste Stanzmaschine, weil ich mir überlegt habe, nehme ich eine A5
Und da habe ich mir gedacht, ah, dann hast du mal eine große Stanze und dann hast du was und hast doch nichts. Deswegen hat mein Mann mir dann mal vor Jahren, Weihnachten oder Geburtstag, weiß ich schon gar nicht mehr, die A4 geschenkt. Das war meine erste. Dann habe ich mir die kleine Sidekick, die ich auch nicht mehr missen möchte. Und ja, dann habe ich mir die hier vom Action, eine A5, will ich auch, also ich finde alle Größen cool. Und dann ja noch von der Elisabeth, die ein Tick größer ist wie die Sidekick. Die ist auch cool, weil die ein Tick länger ist und ich glaube ein Tick breiter. Also sie sind schon alle cool. Und ich habe sie auch alle in Benutzung. Ne? So ist das nicht. Ob man 4 Stück braucht, sei dahingestellt, aber ja, ne? Jedem das seine. Aber sie sind alle in Benutzung und ich würde auch auf keine verzichten wollen. Auf gar keine. Weil man die doch echt ja, gut nutzt. Wie gesagt, mein Traum wäre ja so eine umgewandelte Küche, wo man halt ne, Station zu Station, wo fest die Gerätschaften stehen. Also alles mit Sinn und Verstand eingeräumt. Und ja, quasi eine Arbeitsfläche, wo die Stanzmaschinen stehen. Wo man wirklich dann nur so, jetzt will ich stanzen und dann stanzt man halt. Und ja, das fände ich cool. Aber eine Küche ist hier in meinem kleinen Wintergarten-Kabuff nicht einzubauen. Nein, absolut. Das wäre absoluter Mega-Luxus, wobei ich das hier schon, was ich hier habe, mein kleines Reich, empfinde ich auch schon als Luxus. Und ich bin froh, dass ich meinen eigenen Rückzugsort hier habe, auch wenn er nicht groß ist. Aber er ist da. So, jetzt wollen wir mal gucken, wenn wir hier die Tür hin tun, ob wir hier lauter... Ich hoffe, ihr seht das hier Fenster hinmachen. Wo das Haus eigentlich für Amsterdam zu breit ist, ne? Also, okay, spürt ihr, was ich fühle. Ich wollte, wenn man so durch Amsterdam fährt, durch die Krachten oder auch daherläuft und sieht dann die kleinen, schmalen Häuschen. Fenster, Fenster, Fenster. Ich glaube, ich würde die nur... Also natürlich gerade, ne? Oder nur Fenster. Und wo habe ich die kleine Tür? Ich glaube, die kleine Tür passt besser, ne? Wenn ich das so... Ja, cool. Machen wir mal. So, nehme ich mir hier mal... Gerade ein Schluck Klebi. Oh, zu fest gedrückt. Ja, ich hatte ja auch meine Sticky Specs und die Maschine, habe ich gestern schon erwähnt. Manchmal ist man zu faul, es rauszuholen. Nee, hier liegt ja auch alles vor. Ich muss dringendst hier räumen. Dringendst. Vor allem, vorher kann ich auch keinen Termin mit dem Live machen. Und saugen. Saugen. Ja, ist nicht sauber geklebt. Also wenn ich das jetzt so
richtig machen würde zum Verschenken oder so, würde ich natürlich die Sticky Specs nehmen und dann mit meiner Maschine oder die Xyron Maschine. Ne? Das ist ja jetzt nur mal Test. Ich brauche auch hier noch mal filigraneres Werkzeug. Die hatte ich, glaube auch mal irgendwann im Action gekauft, wo ich denke, boah, oder hatte ich, ich weiß es nicht, oder waren die irgendwo bei. Auf jeden Fall habe ich gedacht, boah, cool, ist es auch, aber die sind nicht ganz so filigran. Manchmal wünschte ich, es wäre noch ein Tick filigraner, aber ich könnte vielleicht auch noch mal sauber machen, dann wird es vielleicht wieder ein Tick filigraner, wenn die ganzen Klebereste da weg wären. Also damit saue ich auch viel rum hier mit diesen Pinzetten. Die sind, vor allem wenn man so Quadratfinger hat wie ich, so dicke Wurstelsepp-Finger, ist das Gold wert. Die, die mit mir leiden oder unter demselben Problem, die werden mir wahrscheinlich jetzt beipflichten. Aber mein Gott, gibt weitaus Schlimmeres, ne? Nicht ganz gerade, aber das ist schon fest. Oben. Ne, das ist too much. Ne? Finde ich doch niedlich, ne? Ich würde es euch jetzt nicht zu nah zeigen, weil das ein bisschen dreckig ist von der Stanzmaschine. Aber ich finde es cool. Also, coole Stanze, muss ich echt sagen. Jetzt hänge ich mit dem pinken Kleber. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben ja noch ein Türchen. Ich glaube generell zu groß. Ne? Ja. Da müsste ich mir noch eine kleine Tür ausstanzen, aber das möchte ich jetzt nicht. Und dann haben wir hier halt, ne? Man kann kleine Dörfer machen, mittlere Dörfer, man kann die kombinieren, ne? Von wegen, ne? Die großen sind vorne und hinten wird es ein bisschen kleiner. Man kann die auch erhaben aufkleben. Richtig cool. Also gefällt mir auch richtig gut, diese Stanze. Mit den Türen und Fenstern würde ich halt noch ein bisschen ausprobieren und ein bisschen spielen, was passt wie. Ne? Und, obwohl, wir machen jetzt noch einmal, wir stanzen die Häuser jetzt mal auf Designpapier. Damit ihr mal den Unterschied seht, ne? Einfarbig zu Designpapier. So, mache ich es ein bisschen weg. Und ich glaube, dann nehmen wir jetzt auch mal hier das Schwarz-Weiße. So, damit wir das so ein bisschen gräulich haben, fände ich, glaube, ganz nett, hoffe ich. So. Ich habe hier schön, ich hatte mir, das zeige ich euch auch beim Live, diese Schubkästen, nein, nicht Schubkästen, diese Aktenkästen, also wie heißt denn das? Ablagekästen, hatte ich mir beim, habe ich euch schon mal gezeigt im Haul, vom Cody in hellblau, in mint und in rosa und in durchsichtig. Und da ist jetzt so mein Restepapier drin. Aber was soll ich sagen, das funktioniert ein paar Tage und dann quillt das so über. Und das, ja, das ist halt Restpapier. Ne? Man kann sich. Man kann aber auch immer noch irgendwo was rauskriegen, finde ich. Auch aus dem letzten kleinen Fuzzi-Rest. So, und das ganz kleine. Ja. Und dann kurbel ich das gleich nochmal durch, indem ich das zusammenlege. Man kann ja vielleicht auch eine Häuser-Shaker-Card machen, ne? Schon oder in einem hellen Grauton oder ja, oder wie gesagt, quietschebunt, ne? Oder pastellig, erinnert an Kuba oder Miami. Da sind auch so ein paar pastellige Häuser.
Und ich layer das jetzt gerade mal. Und ich lege es ja zusammen. Und dann machen wir noch einmal irgendwie hier andere Türen, damit ihr das sehen könnt. Aber ich mache jetzt erstmal, ich mal gucken, wie es aussieht. So, ne, dass ich das so zusammen reinlege. Und einmal kurbel. So. Na, da haben wir das dann so. Auch cool. So, jetzt machen wir gerade noch ein bisschen. Ob das so passt, weiß ich nicht. Gefällt mir jetzt nicht. Gerade eher Silber. Oder da die bunten. Ich mache das jetzt einfach Silber. Einfach mal gerade ein paar, eine kleine Haustür. Kleine Haustür. Und hier ein Fenster. Mehr brauchen wir ja nicht. Nur mal kurz, wie es wirkt. Silberne Haustür und einen hier bei dem kleinen. Was? So, die Dinger rauspummeln. Schwupps. So, und da hätten wir dann, wenn ich es denn aufkleben würde, ne? Ordentlich. So. Also ich denke, viele Verwendungsmöglichkeiten, da kann man richtig mit spielen, einfach mal probieren. Ich gucke echt, ob ich gleich mal irgendwie was anderes rausnehme, nämlich mal Winterpapier und mir eine kleine Winterlandschaft mache. Werde ich euch auf jeden Fall zeigen, wenn ich es denn mache. Ja, das waren jetzt erstmal die Stanzen, die ich für heute testen wollte. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon wieder sind. Hier sind wir 23 Minuten. Ich hatte eine Pause gemacht. Bestimmt schon wieder bei 40 Minuten. Ist ja auch Peng, aber es soll nicht ganz so lang werden. Und ich denke, beim nächsten Video zeige ich euch die nächsten Stanzen. Ja, in diesem Sinne, das Wichtigste, bleibt gesund. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Das ist sogar kostenlos für euch. Das geht ganz einfach. Däumchen rauf, Abo dalassen, Glocke aktivieren und mich immer fleißig schauen. Da wäre ich euch ganz dankbar für. Ja, und ansonsten sehen wir uns. Tschüss!